Hallo und herzlich willkommen bei Juwelier Bardot. Mein Name ist Armin Bardot und im zweiten Teil unserer kleinen Videoserie über Diamanten sprechen wir heute über Farben von Diamanten. Anders als beim Gewicht eines Diamanten lässt sich die Farbe nicht objektiv messen. Die Farbe von Diamanten wird von zertifizierten Diamantgutachtern festgelegt, die sich die Steine ansehen, die sie vorgelegt bekommen und dann anhand von Vergleichssteinen ermitteln, welcher Farbkategorie so ein Schmuckstein zuzuordnen ist. Wenn man einen Diamanten kaufen möchte, sollte man gucken, dass man ein Zertifikat bekommt und da steht dann jeweils der Buchstabe der passenden Farbkategorie da drin. Ich habe hier vor mir einen Zettel liegen, ein kleines Chart, in dem man so ein bisschen nachvollziehen kann, wie die Klassifizierung der sogenannten weißen Diamanten, die auch nicht alle hundertprozentig weiß sind, aussieht. Die Diamanten der höchsten Qualität, das sogenannte River, das ist ein feines Blau-Weiß. Das gilt eigentlich so als die feinste und die edelste Farbe, die ein Diamant haben kann, ein Schmuckdiamant, werden bezeichnet mit den Buchstaben D und E. Dann gibt es die sogenannten Wesselton-Töne, Top Wesselton bzw. Wesselton, dann nochmal als weitere Abstufung nach unten, F, G und H. Und dann geht es schon los mit den leicht getönten Diamanten. Das sind die Buchstaben I bis J, K bis L und so weiter, bis hin zu einem richtig gelblichen Diamanten, der dann die Farbgruppe Z bekäme. Bei der Farbbeurteilung muss man beachten, dass es manche Farben gibt, die zwar gelb sind, aber dennoch hochbegehrt. Es gibt eben Diamanten, die diese Canary-Farbe haben. Das ist eine Farbbezeichnung für ein sehr lebendiges, schönes Gelb. Die haben ein ganz tolles Feuer, ein ganz tolles Licht. Und die erzielen auch sehr hohe Preise. Grundsätzlich muss man sagen, dass farbige Diamanten ja keineswegs minderwertiger sind oder weniger begehrlich. Farbige Diamanten können sehr, sehr schön sein. Wir haben zum Beispiel Rosigoldschmuckstücke, die mit braunen Diamanten ausgestattet sind. Das ist eine ganz, ganz tolle Optik. Wirklich wunderschön gemacht. Letztlich liegt Schönheit im Auge des Betrachters. Wenn da ein Schmuckstück ist oder eine besondere Vorliebe für eine bestimmte Farbe und der Stein gefällt euch total gut, dann ist das der schönste Stein. Dann ist das auch der, den ihr kaufen solltet. Das, wo das Herz dran hängt, ist in der Regel eine gute Entscheidung. Das war's, was ich euch über Farben bei Diamanten erzählen wollte. In der nächsten Woche sprechen wir über die Reinheit. Auch ein wichtiges Kriterium bei der Beurteilung eines Steins.